Liebe Kinder, ich bin der Pater Thomas, bin hier in der Kapuzinerkirche in Bregenz und stehe hier vor einem wunderbaren Bild des barmherzigen Jesus, der aber ganz bekannt ist, weil die heilige Schwester Faustina den Jesus so gesehen hat und ihn dann noch malen hat lassen, was an diesem Bild auffällt, wenn ihr gut hinschaut. Der Jesus schaut euch ins Gesicht, er schaut euch in die Augen, weil er euch wirklich liebt. Und was ganz besonders ist, ja, eine Hand zeigt er zu seinem Herzen hin. Was geschieht am Herzen? Da kommen weiße, goldene Strahlen und auch rote Strahlen heraus. Weiß, Zeichen der Freude, Jesus lebt, er ist auferstanden. Und die roten Strahlen sind ein Zeichen dafür, dass am Kreuz für uns, auch für euch, gestorben ist. Der Jesus mit der anderen Hand zeigt den Lauf zum Himmel, zu seinem Vater, wohin er uns führt. Er möchte, dass wir mal ganz beim himmlischen Vater sind. Und zugleich ist diese Geste auch, diese Zeichen, dass Jesus uns sozusagen segnet und auch euch segnet. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Liebe zu Jesus, damit ihr glücklich werdet. Jetzt gebe ich euch noch den Segen. Es segnet, behüte euch und eure Familien, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch viel Segen und alles Gute.